Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste hier im Thüringer Landtag. Am Ende des Jahres 2016 legte die Expertenkommission zur Evaluierung der Polizeistrukturreform ihren Abschlussbericht mit Empfehlungen vor. In diesem Abschlussbericht empfiehlt die Kommission unter Punkt 736, ich zitiere, in Hinsicht auf die rasante Entwicklung der neuen Medien und Kommunikationsmittel, lasse ich was aus, im Rahmen der Strategieaufgabe des Innenministeriums diese Entwicklung genauer zu reflektieren und den Einsatz der neuen Medien und Kommunikationsmittel in der Polizei durch die Polizei zu prüfen und gegenwärtig schon praktizierte Formen ihres Einsatzes weiterzuentwickeln. Die Befragten aus der Studie der Expertenkommission monierten oder mahnten an, zum Beispiel oder insbesondere den fehlenden Internetzugang, die fehlende Ausstattung aller Bediensteten mit modernen Kommunikationsgeräten wie Smartphones oder Tablet-PCs, die fehlende Ausstattung mit IT-gestützten Funkstreifenwagen, die fehlende Implementierung von sozialen Medien in der Polizeiarbeit, das Fehlen systematisch betriebener Ermittlungen, zum Beispiel die sogenannte Internetwache, sowie Fahndungen im Internet. Ich möchte zwei Beispiele des hier Angemahnten herausnehmen und genauer beleuchten. Das eine Beispiel, der fehlende Internetzugang. Zum fehlenden Internetzugang heißt es in dem Bericht, ich zitiere nochmal, die Thüringer Polizei gehört mit der Bundespolizei zu den einzigen Polizeien, die zwei voneinander physisch getrennte Netze, also Intranet und Internet, betreiben. Den Bediensteten ist der Zugang zum Internet erschwert. Die Nutzung des Internets ist, sofern kein spezieller Bedarf begründet wurde, nur über separate PCs möglich. Die Entscheidung, den Bediensteten der Polizei keinen erleichterten Internetzugang am Arbeitsplatz zu ermöglichen, wird mit Sicherheitsbedenken begründet, heißt es in dem Expertenbericht. Das führt dazu, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Polizeibeamte nicht einfach schnell etwas googeln können, zum Beispiel eine Adresse, wenn sie die Adresse suchen können. Sie müssen erst, die Polizeibeamten, an einen anderen Rechner wechseln. Das wäre im Übrigen gar kein Problem, wenn der Rechner direkt am Arbeitsplatz des Ermittlers stehen würde und Sie sich nur dem neuen Rechner zuwenden müssten. Aber das ist eben nicht so. Es gibt Pool-Lösungen, sodass einige Rechner bereitstehen und es sind aber nicht genug Rechner, wo man Internetrecherchen durchführen kann. Also das heißt, der Beamte geht zum Rechner, muss die Adresse abschreiben und dann wieder zurück an seinen Rechner gehen, an dem er arbeitet, und die Adresse eintragen. Frau Marx hatte schon gesagt, bei der Veranstaltung des Datenschutzbeauftragten, glaube ich, war es gewesen vor einigen Wochen, haben die Sachverständigen, die dort berichtet haben, das eine humane Schnittstelle genannt. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese Schnittstelle einsparen und wertvolle Dienstzeit damit erschließen sollten, um wirkliche Polizeiarbeit zu ermöglichen. Deshalb bitten wir die Landesregierung in unserem Punkt Römisch 2f, zitiere hier nochmal, durch eine datenschutzkonforme und datensichere Regelung den Internetzugang für die Thüringer Polizei zu erleichtern. Natürlich muss die Sicherheit der Systeme höchste Priorität haben. Aber wir müssen bei der Datensicherheit und bei der Anwendbarkeit zu einer guten Balance kommen. Es kann nicht sein, dass wir durch Sicherheitsbestimmungen dahin kommen, dass unsere Beamtinnen und Beamten nicht mehr ordentlich arbeiten können. Aber ich bin sicher, dass diese Balance zwischen Sicherheit und guter Anwendbarkeit erreicht werden kann. Dass im Ministerium, und das haben wir auch nicht nur den Medien entnehmen können, sondern auch vielen Gesprächen mit Herrn Innenminister Mayer, arbeitet schon daran. An dieser Stelle möchte ich eine ganz kurze Anmerkung auf die Rede von Herrn Walk machen, der sich gleich unserer neuen Staatssekretärin Frau Kersten zuwandt und um Hilfe gebeten hat. Ich denke, da müssen wir zwei Sachen klar haben. Der Arbeitsbereich von Frau Kersten ist vor allen Dingen Frau Kerst ist vor allen Dingen eben der zivile Bereich, wenn ich das so sagen darf. Und wir brauchen ja hier eine spezielle Lösung, die im Innenministerium, glaube ich, speziell für die Polizei mit den besonderen Anforderungen erarbeitet werden muss.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Ministerium arbeitet daran. Und deshalb bin ich sicher, dass wir bald eine Lösung bekommen werden. Und wir wollen das mit unserem Antrag auch unterstützen. Mein zweites Beispiel, und das will ich auch kurz ausführen, betrifft die Ausstattung von Polizistinnen und Polizisten mit mobilen Kommunikationsgeräten. So heißt es zum Beispiel auch wieder in dem Expertenbericht dazu. Eine Übertragung von digitalen Speichermedien, etwa eines Smartphones, auf mobile Kommunikationsendgeräte wie Laptop, Tablet oder Smartphone, zum Beispiel von einem, das Beispiel ist heute auch mehrfach schon genannt worden, von einem Zeugen mit Hilfe eines Smartphones gefertigten Fotos oder Videos zum Tathergang oder von Tatverdächtigen unmittelbar am Tatort, ist bei der Thüringer Polizei nur mit größtem Aufwand möglich, weil die im Einsatz tätigen Beamten nicht mit diesen Endgeräten ausgestattet sind. Noch einmal eine Auslassung, weil da noch was anderes ausgeführt wird. Und weiter geht es in dem Zitat. Falls bei einem Polizeieinsatz in Thüringen von den einsatzführenden Kräften entschieden wird, Daten von einem Speichermedium zu überspielen, müssen dafür speziell die regionalen Beweissicherungseinheiten in Gang gesetzt werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das, denke ich, ist kein zeitgemäßer Zustand. Daran müssen wir etwas ändern und daran wollen wir auch etwas ändern. Und an der Stelle möchte ich auf Herrn Henke eingehen, der eben ein, ich würde mal sagen, nett formuliert interessantes, aber eigentlich auf den Punkt gebracht bizarres und absurdes Bild von Polizeiarbeit gezeichnet hat. Für Herrn Henke sind Distanzwaffen, mit denen Täter unschädlich gemacht werden können, Drohnen, die Flüchtige verfolgen, sozusagen das Mittel der Wahl. Er hat überhaupt keine Vorstellung von Ermittlungstätigkeit, von Beweissicherung, um in einem Rechtsstaat denjenigen dann auch einer ordentlichen Strafverfolgung zuführen zu können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer nicht erkennt in einer Debatte um Digitalisierung in der Thüringer Polizei, dass man hier über Kommunikationsmittel, Dokumentationsmittel und Auswertung spricht und deshalb nur noch die Distanzwaffe im Kopf hat, zeigt, wessen Geisteskind er ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir alle sind heutzutage daran gewohnt, über Smartphones Bilder und Dateien schnell und unkompliziert auszutauschen. Nur unsere Polizei ist im Dienst nicht in der Lage dazu. Das ist nicht mehr zeitgemäß, wie ich schon gesagt habe. Wir bitten deshalb unter dem Punkt Römisch 2b in unserem Antrag die Landesregierung, zitiere da wieder, die Ausstattung mit mobilen Kommunikationstechnik im Einsatz und Streifendienst der Thüringer Polizei einzuführen und Datenabgleiche sowie Anzeigen und Anzeigenaufnahme ohne zeitlichen Verzug vor Ort digital durchzuführen und eine weitere Vorgangsverwaltung zu ermöglichen. Ende des Zitats. Dabei sollen die Erfahrungen natürlich aus anderen Bundesländern genutzt werden. Bayern hat sich im letzten Jahr auf den Weg gemacht, hier mehr Digitalisierung in die Thüringer Polizei gebracht werden. Auch die Datenübertragung soll unkompliziert mobil innerhalb der Polizei möglich sein. So haben wir das im Punkt Römisch 2c beschrieben und bitten darum, dass die Landesregierung das aufnimmt. Das dürfte auch zu einer erheblichen Entlastung der Beamtinnen und Beamten, insbesondere im Dienst und im Austausch der Daten untereinander, möglich machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in unserem Doppelhaushalt haben wir viel Geld für Digitalisierung eingestellt, haben aber auch Geld eingestellt für Prävention. Dieses Geld kann nun unter anderem auch dafür eingesetzt werden, Präventionsangebote der Landespolizeiinspektion insbesondere zum Wohnungseinbruchsschutz digitalisiert, multimedial auch anzubieten und damit zu werben, die Wohnung sicher zu machen und damit Straftaten zu verhindern. Prävention, das kann man nicht oft genug sagen, ist das beste polizeiliche Mittel, um Straftaten zu verhindern. Deshalb liegt ein Hauptaugenmerk auf diesem Weg. Auch das gehört zur Digitalisierung und auch das wollen wir mit unserem Antrag voranbringen. Alles das, was ich gerade eben gesagt habe, sind nur einige Punkte aus unserem umfangreichen Paket, aus dem umfangreichen Aufgabengebiet, das wir hier beschrieben haben. Uns war es wichtig, aufzuzeigen, dass mit Digitalisierung und Modernisierung die Polizei fit gemacht werden kann für die Zukunft. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind ganz sicher, dass wir damit die Sicherheit in Thüringen verbessern und unserer Polizei gute, zeitgemäße Arbeitsbedingungen zur Verfügung stellen. Wir freuen uns auf die Debatte im Innenausschuss. Vielen Dank.